heutigen Beitrag erklären wir euch das Lauf-ABC. Das hat die Funktion, die Bewegungsökonomie zu verbessern, euren Laufstil zu verbessern und ist auch ein gutes Koordinationstraining. Ihr führt es am besten so ein- bis dreimal pro Woche durch. Wie häufig hängt von eurer Lauferfahrung ab. Also je erfahrener ihr seid und je besser euer Laufstil schon ist, desto häufiger müsst ihr das ausführen, dass ihr besser werdet und auch je größer soll die Variation sein. Genau, am besten sucht ihr euch dafür eine 40 bis 50 Meter lange Strecke auf einem befestigten Weg. Bevorzugt eine Straße oder auch einen Waldweg. Wiese ist eher ungeeignet dafür, da die zu viel nachgibt. Normalerweise wärmt ihr euch so 10 bis 15 Minuten auf. Danach macht ihr dynamisches Dehnen, so wie ich es eben vorgezeigt habe. Danach so ein bis zwei Steigerungsläufe und dann startet ihr mit dem Lauf-ABC, bevor ihr dann euer reguläres Training macht. Also idealerweise zum Beispiel dann ein Intervalltraining. Steigerungsläufe führt ihr am besten auf einer Strecke so zwischen 80 und 100 Metern durch. Dabei steigert ihr euren Lauf vom ganz langsamen Trab sukzessive in Sprinttempo. Die Strecke braucht ihr jetzt nicht genau abmessen, es reicht, wenn es so ungefähr ist.
dann viel Spaß beim Training und vor allen Dingen viel Spaß auf den Trails.